Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Cyberlink PowerDirect in der Version 17. Heute geht es darum, dass ich euch zeigen will, was hat sich in der Oberfläche verändert. Gibt es irgendwas Maßgebliches zu beachten? Was ist neu? Oder ist es einfach alles schön gewohnt wie bisher, nur mit einer verbesserten Technik? Wir gucken es uns im Detail mal an. Ich habe den CyberLink PowerDirector schon mal hier geöffnet und das Schöne ist, es ist alles auf den ersten Blick so, wie es sein soll, nämlich wie in den Vorgängerversionen. Und von daher ist das ein sehr schönes Arbeiten und man hat, wenn man sich einmal an diese Oberfläche gewöhnt hat, ein sehr vertrautes Bild und weiß sofort, cool, ich weiß, wo ich hinklicken muss, ich weiß, was ich machen muss, wenn ich zum Beispiel hier Mediendateien importieren möchte. Wir gehen einfach mal hier drauf. Damit man das sich einfach mal anschaut, ist es eigentlich alles wie bisher. Schön, dass die Werbung auch hier funktioniert. Das ist echt eine coole Sache und ihr kriegt das jetzt quasi ungeschnitten mit. Ja, kann ich mir jetzt nicht angucken. Später mal, ich denke, es wird noch häufiger kommen. Ist natürlich typisch. Jeder will natürlich seine Produkte verkaufen. Okay, hier oben willkommen, zeigen Sie alle Videoanleitungen. Ja, ich werde wieder auf eine Internetseite geführt. Alles schön und gut. Ja, interessiert uns jetzt aber nicht. Diese Glocke ist grau hinterlegt. Auf Updates prüfen oder aktualisieren. Mache ich mal. Ja, das Weihnachtspaket 10 steht vor der Tür. Gratis für 356 Abonnenten. Ich bin einer, juhu. Aber ich habe jetzt gar keine Lust auf Weihnachten, sondern wir wollen uns ja mal die Oberfläche anschauen. Also letztendlich, das ist hier das gewohnte Bild. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Hier hat sich auch nicht viel verändert, aber hier oben hat sich was verändert. Ich habe hier Plugins und die kennen wir fast alle. Letztendlich sind das alles Sachen, die wir von der Vorgängerversion natürlich auch kennen. Es ist ein bisschen was hinzugekommen. Der Videocollagen-Designer ist hinzugekommen. Wir klicken den mal an und ja, es öffnet sich ein neues Fenster und hier kann ich entsprechend Videocollagen bearbeiten. Ich ziehe sie einfach hier rein, ziehe das da rein und habe relativ einfach eine Videocollage erstellt. Wem das gefällt, super. Ist aber momentan für dieses Tutorial nicht so wichtig, aber das sind, sage ich mal, so ganz nette Sachen. Das heißt, hier diese Plugins, die werde ich alle in den nächsten Videos einfach mal durchgehen, was steckt dahinter. Ansicht hatten wir vorher auch schon hier, Wiedergabe hatten wir, die Schaltflächen speichern, rückgängig und wiederholen, hier das Bildseitenverhältnis und hier die Einstellung und das ist immer auch, wenn man eine neue Version installiert, immer das Erste, bevor man in den Videoschnitt geht, hier die Voreinstellungen für sich richtig anzupassen. Das heißt, ich gehe die mal ganz kurz durch. Unter der Registerkarte allgemein habe ich maximale Korrekturstufen 50, das hat sich bewährt bei mir. Audiokanäle, Stereo, ich könnte natürlich auch einen 5:1 Surround Sound machen, müsste ich aber natürlich aufnehmen in entsprechender Qualität. Zeitachsenbildrate, ein ganz wichtiges Feld. Ich nehme momentan viel in 30 FPS aus, weil ich meine Kamera, mit der ich gerade dieses Video aufnehme, in 4K aufnimmt. 4K deswegen, dann habe ich beim Schnitt einfach viel mehr Möglichkeiten, mal zu zoomen, in das Bild hineinzufahren, zu schwenken, rauszufahren, weil ich einfach viel mehr Auflösung habe. Die Kamera ist eine Sony, schafft nur in Anführungszeichen 30 FPS. Von daher ist das für mich momentan die optimale Einstellung. Habe ich zum Beispiel mit der GoPro 60 FPS aufgenommen? Naja, dann stelle ich halt 60 FPS ein. Viel mehr bietet das Programm momentan nicht an. Und jetzt kommt die spannende Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich zwei unterschiedliche Quellen habe? Einmal 30 FPS, einmal 60 FPS. Dann muss ich einfach schauen, was überwiegt in meinem Videomaterial und stelle es dann entsprechend auf 60 FPS oder 30 FPS ein. Sozusagen das überwiegende Videomaterial gibt hier den Ausschlag.
Später beim Rendern ist diese Einstellung, wie ich es ausgebe, noch viel wichtiger, aber dazu kommen wir in einem anderen Video gerne. Dropframe-Zeitcode verwenden, ja, also ich lasse es einfach so. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was es genau heißt. Alle Haken lasse ich hier und diesen, ich glaube, wenn man es das erste Mal installiert, muss man auf jeden Fall hier diesen Haken aktivieren. Diese Schattendateien ist nichts anderes wie euer riesen Material wird genommen, wird zusammengedampft und zwar momentan, und das ist auch neu, in dieser Auflösung. Ich könnte es noch kleiner machen oder ich mache es Full HD. Aber hier geht es nur darum, dass ihr das Videomaterial bearbeitet und eine Vorschau flüssig anschaut. Die Vorschau ist in der Regel so groß. Von daher, ich habe es auf 1280x720 eingestellt und das heißt, das Programm rendert mir im Hintergrund, falsch, nicht rendert, sondern erstellt eine Proxy-Datei, damit ich einfach im Videoschnitt schneller und flüssiger die Vorschau mir angucken kann. Und damit mir meine Festplatte nicht zugemüllt wird mit den ganzen Schattendateien, lasse ich sie alle 30 Tage automatisch löschen oder ich gehe auf manuell löschen und dann öffnet er mir. Dann sollte er mir, genau, da ist es. Und dann sagt er mir letztendlich, wow, ich habe so und so viele Schattendateien erstellt und könnte die jetzt alle manuell löschen, indem ich sie einfach anhake. Alle auswählen. Das dauert einen Moment. Da seht ihr mal, was sich da ganz schnell zusammenläppert. Und irgendwann muss man es natürlich löschen, weil manche Videodateien sind einfach fertig und man braucht sie nicht mehr. Auswahl aufheben, schließen. Automatisch nach Software-Updates gucken ist natürlich klar, die Sprache einstellen ist auch klar. Bearbeitung. Standardübergangsverhalten habe ich Überlappung. Das ist, ihr nehmt zwei Videodateien, schiebt sie übereinander und dann könnt ihr auswählen, ob der Schnitt sozusagen gekreuzt wird oder überlappt wird. Ich finde Überlappen schöner, deswegen ist das für mich als Standard hier eingestellt. Ansonsten habe ich hier nichts weiter geändert. Hier unten der Bereich Dauer ist noch ganz interessant. Das heißt, wenn ihr Bilddateien einfügt, eine JPEG oder eine PNG-Datei, dann wird die automatisch auf 5 Sekunden gestellt. Oder ihr stellt es auf 10 Sekunden, eine Sekunde, wie ihr wollt. Übergänge, genau diese Überlappung zum Beispiel, 2 Sekunden standardmäßig, kann man alles manuell noch dann im Schnitt machen. Ein Titel wird 10 Sekunden, Effekt 10 Sekunden, Untertitel 10 Sekunden. Dann könnte ich noch Tastenkürzel machen. Natürlich muss das jeder selbst definieren, wie er am besten auf der Tastatur und am schnellsten arbeiten kann. Gehen wir auf Datei. Ja, hier ist es der Importordner. Das kann man einstellen, wie man will. Und der Exportordner, das ist in der Regel immer dieser Dokumenteordner. Hier würde ich das jetzt gerade auch mal umstellen, weil irgendwann ist dann C vollgemüllt. Deswegen gehen wir auf ein, ja, das mag er nicht so, ich gehe, na, das mag er immer noch nicht so, so, D, und jetzt suche ich mir einfach ein Verzeichnis aus D-Video, weil A ist es leichter zu finden als dieser verschachtelte Ordner und B weiß ich dann, hier muss ich immer mal reingehen und irgendwas Überflüssiges löschen, bevor mir die Festplatte explodiert. Das Video wird automatisch Capture genannt. Ich könnte es auch einfach Video nennen. Dann wird es halt Video genannt. Gehen wir auf Anzeige. Ja, ich habe die HD-Vorschau-Auflösung. Das reicht mir vollkommen. Da kann ich natürlich hier auch Full HD machen. Aber je mehr ich an Vorschau-Auflösung wähle, desto ruckliger wird es. Echtzeit-Vorschau ist ganz wichtig, weil ich will ja sofort sehen, was ich für einen Effektschnitt angewendet habe, dass ich beurteilen kann, ich habe sauber gearbeitet oder nicht sauber gearbeitet. An Bezugslinien ausrichten reicht vollkommen. Dieser TV-sichere Bereich, das war früher viel wichtiger, ist heutzutage gar nicht mehr so wichtig. Ich möchte keine Rasterlinien angezeigt bekommen. Ich könnte das natürlich machen und auch die Dualvorschau brauche ich nur dann, wenn ich es auch wirklich möchte. Ansonsten dieses Vorher-Nachher brauche ich nicht. 3D habe ich nicht. Hardwarebeschleunigung, jo, setzen wir mal die Häkchen. Ich gehe auch mal auf Optimieren, die Analyse läuft. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was optimiert wird, was er analysiert und was am Ende rauskommt. Aber optimieren klingt immer super, oder?
So, hat jetzt ein paar Sekunden gedauert, aber es bestimmt jetzt alles viel besser. Die letzten 10% sind echt zäh. Na komm. 95%, jetzt aber 96. Das ist wie runterzählen, ja. 99 und Bingo, 100% geschafft. Ja, Anzahl von kürzlich verwendeten Projekten 10 Stück. Das ist immer das, wenn ihr auf Datei geht und dann seht ihr hier zuletzt geöffnet und dann seht ihr hier die Liste 10. Könnt ihr natürlich beliebig erhöhen oder verringern. Letztes Projekt automatisch laden, wenn PowerDirector geöffnet ist. Um Gottes Willen, wenn ihr ein 30-Minuten-Projekt habt, dann ist euer Rechner 2 bis 3 Minuten lahmgelegt, weil er einfach alles hochlädt. Ja. Automatisch Beispielclips laden, wenn PowerDirector geöffnet ist. Naja, ich empfehle es nicht. Das sind diese bunten Bildchen und 2 Videoclips, die nach der Erstinstallation immer automatisch erscheinen. Mir sind sie persönlich auf den Nerv gegangen, deswegen dieses Häkchen unbedingt raus. Projekt automatisch speichern alle 10 Minuten. Ja, man kann es öfters machen, weniger öfters. Und das ist hier wieder dieser Standardpfad. Den könnt ihr natürlich auch noch ändern. Ich habe das mal so gelassen. Produzieren. Die 2 Häkchen, ja, klingen total toll. Ich habe aber noch nie einen Unterschied gemerkt, ob ich sie drin habe oder nicht. Okay. H264 AVC. Jo, bei einfachen, ich habe keine einfachen Projekte mehr, deswegen ist das natürlich auch hier, kann man den Haken setzen oder nicht. Und WMV-Video mache ich natürlich auch nicht mehr, das ist alles oldschool. Aber wenn es jemand verwendet, natürlich kann er den Haken hier reinmachen und dann kann er vielleicht etwas schneller, besser rendern. Aufzeichnen. Aufzeichnen tue ich mit dem Programm in der Regel nicht. Dafür gibt es andere Programme. Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Vielleicht ist es auch total toll. Ich müsste es einfach mal machen. Bestätigung. Jupp, alle Arten drinne. Ich will immer gefragt werden. Ich will alles bestätigen. Ich will wissen, was das Programm mir vorschlägt. Manchmal vergesse ich auch einfach was und dann bin ich froh, wenn ich einen guten Hinweis bekomme. Director Zone. Ja, ich kann mich hier natürlich sofort anmelden. Das muss jeder selbst entscheiden, ob er sich dort registriert hat. Manchmal ist es ganz nett. Datenschutzbestimmungen, ja, Bearbeitungsinformationen zu sammeln, ob ich das Häkchen setze oder nicht, ich weiß eh nicht, was im Hintergrund läuft. Die Cloud, ja, das ist jetzt spannend. Ich kann jetzt hier die Cloud erstellen. Das ist bestimmt ganz toll, aber man muss halt immer sich überlegen, wenn ich ein Projekt mit vielen Videodateien, also ich glaube, ich habe jetzt in dieser 365-Tage-Version, die ich habe, habe ich 50 GB Cloud-Platz. Wenn ich jetzt ein Projekt habe und ich habe Filmmaterial von 10 bis 15 GB, 4K, GoPro, das läppert sich ganz schön schnell zusammen. Und ehe ich 10 bis 15 GB in eine Cloud hochgeladen habe, dann logge ich mich irgendwo auf der Welt wieder ein und lade 10 bis 15 GB wieder runter. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, dass das richtig schnell geht. Von daher, was ich empfehlen kann, ist immer eine kleine mobile Festplatte dabei zu haben. 1 TB kostet, glaube ich, 50 €. Die trage ich gerne mit mir rum, wiege ich keine 300 Gramm. Und da habe ich alle meine Daten drauf und kann sofort arbeiten. Am Verbesserungsprogramm möchte ich nicht teilnehmen. Bin aber auch gemein. Okay, das waren die Voreinstellungen. So wie ich es mache und so wie ich aus meiner Sicht einen guten Workflow habe mit den Videoprojekten, die ich so nutze. Und von daher war das ein kurzer Überblick darüber. An dieser Stelle will ich das Video nicht zu lange machen und sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Wir sehen uns die nächsten Tage. Ich werde weitere Features hier ausprobieren in der neuen Version und euch darüber berichten, was ich davon halte und wie man sie am besten anwendet. In diesem Sinne, tschüss, ciao, ciao.